Komm, Albina, darf ich bitten, setz dich einfach auf den Schlitten und dann sause ich mit dir bis zu Lumpi vor die Tür. Also los, wir müssen eilen, denn es sind ja viele Meilen durch den tiefen Pulverschnee, bis ich Watschel wieder seh. Wieder ist wie jedes Jahr die Bescherung in Gefahr. Doch wir treten mutig an, weil uns niemand unterkriegen kann. Wieder ist wie jedes Jahr die Bescherung in Gefahr. Doch wir treten mutig an, weil uns niemand unterkriegen kann. Tja, und wir, also der Herr Fuchs, meine Freundin Watschel und ich, wir ahnten ja an diesem frühen Morgen noch gar nichts davon, dass unsere Hilfe wieder einmal nötig sein würde. Nun komm schon, Watschel. Wir wollten doch einen Schneemann bauen. Oder hast du immer noch nicht ausgeschlafen? Von wegen Lumpi. Ich bin sowas von putzmunter. Ja, von wegen, Watschel. Das nun mal in der dunklen Winterszeit. Aber schau nur, wie es glitzert. Es hat über Nacht geschneit. Wow! Der Winter ist ein grimmer Mann. Zieht ein dickes Fell uns an. Und ein warmes Federkleid für die kalte den Bären. Denn die halten Winterschlaf. Glaubt mir, Leute, auch ich könnte mich einkuscheln, still und brav. Watschel, komm, du willst doch sicher, dass der liebe Weihnachtsmann, wenn er die Geschenke bringt, auch seine Watschel finden kann. Na klar! Der Winter über mich, aber das verdrießt uns nicht. Wir vertreiben uns die Zeit und die Und als wir mittendrin waren in der schönsten Schneeballschlacht mit Herrn Fuchs und all den anderen Tieren, da sausten Albina und Rudi mit ihrem Rentierschlitten heran. Hier ist sie. Was? Was ist los? Die Bescherung ist in Gefahr? Oh, das verstehe ich nicht. Ich habe doch noch gar nichts gemacht in diesem Jahr. Ja, diesmal geht es auch gar nicht um dich, Herr Fuchs. Was? Es ist nämlich so. Ja, was denn? Und Rudi erzählte uns also vom super Weihnachtswachmachsalz, das aufgebraucht war und dass nun alle Wichtel einschlafen und auch der Weihnachtsmann schon schnarcht. Und wenn kein neues Salz käme, dann würde es wohl nichts werden mit dem Weihnachtsfest in diesem Jahr. Naja, und vom Salz gäbe es eben nur einen alten Lieferschein. 1695 Roter Turm. Dann holen wir doch das super Weihnachtsdingsbums-Salz eben kurz mal dort ab. Oder, Lumpinocknack? Ja, schon, Watschel, aber wo denn? Ja. Hier steht nur Roter Turm. Aha. Und weiter nichts. Nee. Das wäre doch die Gelegenheit. Ich schnappe mir das Salz, lasse den Weihnachtsmann weiter schlafen. Und dann kann ich mir die Geschenke alle selber bringen. Und durch das Salz bleibe ich wach und kann immerzu damit spielen.
kann sie gucken die ganze Nacht durch. aber wo steht er denn nun, dieser rote Turm? Huh? Ja, also nicht. Und plötzlich fiel es mir ein. Roter Turm und Salz? Da stand doch neulich was in der Schnuffhausener Waldzeitung. Die Salzstadthalle feiert rund um den Roten Turm ihr 1200-jähriges Stadtjubiläum. Natürlich, in Halle würden wir das super Weihnachtswachmachsalz ganz sicher bekommen. Na dann los, keine Zeit verlieren. Ja, klar, los. Ja. Ich meine, wir holen uns das super Weihnachtsmacht den Fuchswachsalz. Genau. Also übten wir noch rasch diesen Spruch für den Weihnachtsengel, den uns Rudi aufsagte. Und Watschel hatte sogar eine tolle Idee, wie man ihn sich merken kann. Na, ganz einfach, Leute. Hm? Ja. Linker Flügel, rechter Flügel, Wackelschwanz. Was? Jawohl, ich kann's noch mal. Na klar. Und los ging's, denn wir mussten ja mal wieder, wer hätte das gedacht, das Weihnachtsfest retten. Auf also nach Halle zum Roten Turm, wo uns Flattergraus, die Fledermaus, schon erwartete. Wieder ist wie jedes Jahr die Bescherung in Gefahr. Doch wir treten mutig an, weil uns niemand unterkriegen kann. Linker Flügel, rechter Flügel, drittens kommt der Wackelschwanz. Ich muss diesen Spruch mir merken. Schaffst du das? Na klar, ich kann's! Wieder gibt's ein Abenteuer, Mut und Klugheit sind gefragt. Und dafür sind wir die Besten. Na, das hab ich doch gesagt. Na. So ein Zufall dieses Jahr bietet die Gelegenheit. Wenn ich mir das Salz besorge, dann regiere ich die Zeit. Soll der Weihnachtsmann ruhig schlafen, ich ziehe seinen Mantel an. Und ich glaube, die Geschenke kommen dann im Fuchsbau an. Also hatte ich doch recht. In diesem Jahr passiert was ganz Besonderes. Das super Weihnachtswachmachsalz ist alle. Na, so ein glückliches Pech. Da müssen Sie ja genau zu mir kommen. Und ich wüsste auch genau, wo Sie das Salz finden könnten. Nur leider habe ich dem dunklen Salzgrafen vor 300 Jahren versprochen, dass ich niemals... Oh, ich glaube, da kommen Sie schon. Ja, da standen wir tatsächlich schon vor dem Roten Turm zu Halle. Und ehrlich, Leute, ich kriegte einen ganz schönen Schrecken, denn Flattergraus sieht einem Vampir zum Verwechseln ähnlich. Er beruhigte uns zwar, doch ich hatte gleich das Gefühl, dass er mehr wusste, als er uns sagen durfte. Ihm drohe bei Verrat ein böser Zauber, meinte er, und dann werde womöglich doch noch ein Vampir aus ihm. Uah. Aber umsonst hatten wir den weiten Weg natürlich nicht gemacht. Zwei Türen warteten auf uns, aber welche sollten wir öffnen? Flattergraus hüllte sich in Schweigen, und wir waren ratlos, bis mir einfiel, dass wir doch den Weihnachtsengel zu Hilfe rufen könnten. Leider hatte ich den Spruch vergessen. Und Watschel auch. Na, Watschel, du hast doch dabei irgendwie rumgezappelt mit deinen Flügeln und deinem dicken Popo. Dicker Popo? Na, das ist doch mein zierlicher Wackelschwanz. Ja. Aber jetzt weiß ich's wieder. Knock. Linker Flügel, linker. Rechter Flügel, ja. Wackelschwanz. Jawohl, ich kann. Ja. Knock. Sehr schön. Ja, genau so war es. Und ihr kennt den Spruch doch auch noch, stimmt's? Strahlenkranz im Lichterglanz. Hörst du mich? Ich brauche dich.